Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem Angezockt. Wie ihr seht, Operenzia. Ich werde das mit einer hohen Bitrate jetzt aufnehmen. Falls es HDR haben sollte, ohne HDR, wegen Kamera, weil ich kann nicht mit HDR aufnehmen, wenn man meine Kamera mitsieht. Aber ich habe hier auch nicht irgendwie angezeigt bekommen, dass jetzt hier irgendwie HDR angeschalten ist oder so. Sonst kriege ich immer hier so eine Mitteilung. Wie gesagt, mit einer hohen Bitrate nehme ich auf. Ich lade das unkomprimiert. So wie ich es aufnehme, lade ich es bei YouTube hoch. YouTube komprimiert sowieso noch mal ein bisschen was selber, damit ihr ziemlich nah an dem seid, was ich hier vor mir sehe. Ja, lass mal auf 90 Sichtfeld. Was passiert, wenn wir hier runter machen? Sehen wir im Hintergrund da? Ändert sich was? Nee. Ja, lass mal 90. Leistung, Auflösung bevorzugt, genau. So, Audio. Haben wir ein bisschen Ausschlag, also sollte auf jeden Fall nicht über meins drüber sein. Aber ich werde sicherheitshalber trotzdem nochmal die Musiklautstärke hier auf der Hälfte runtersetzen. SF, na, das lassen wir alles. Untertitel machen wir an. Kamera umkehren. Warum sollte man sowas machen? Ist immer noch ziemlich laut, die Musik, wa? Oder kommt es mir nur so vor jetzt? Machen wir auf 3. Bin mal gespannt. Ich habe gedacht, wir spielen so eine halbe, dreiviertel Stunde, so in etwa. Wollen wir mal anspielen, gucken, wie es ist. On the other side of imagination, there lies Operencia. A world where reality embraces fantasy, where dreams foretell destinies. Schade, nur where deutscher Untertitel. Meets legend. I hail from this land and I have a story to tell. I was there when the great dragon Thade rose from the depths. None could stop him. Humanity faced its doom until arrived the Sword of Legend, until arrived Attila. Attila, der Unkönig, oder was? Should have seen this coming. Well, it's not every day an army dares launch a surprise attack against the mighty Attila. And it is not any day that an army defeats him. Ed, you know me too well, Wrecker. It's just you prefer to be the one surprise. Like I said, you know me too well. We're here. Be ready for anything. The source of the invasion lies ahead. Kamera. Have you any idea what to expect? Possibly. Perhaps you'd like to prepare me. You wouldn't believe me if I told you. And there we have it. A scorned past love on a quest for revenge. I wish I could immediately dismiss that assumption.
Oh, this will be interesting. Also, das sind feste Bahnen, die... At least these homes are still standing. Perhaps there's something useful here. Keep your eyes open. A bucket? Never doubt a king's instinct to pick up a seemingly innocuous object. So, wenn ihr das jetzt seht, ihr könnt jetzt hier nicht... Das sind halt wirklich... geradlinige Bahnen, die man gehen kann. I'll let you handle this, my love. Nicely done. Ich weiß, was ich machen muss. There we are, a full bucket. You might want to ready your bow, my queen. We'll need it soon. I shall never question your king's instinct again, no matter how mundane. Kann ich das auch löschen? Testen wir gleich mal. Ich habe Füllen gar nicht mehr drin. Okay. Ich habe die nach oben gemacht. These are no everyday marauders. This gate spawns creatures Operencia has never seen. Don't worry, human. There are many more to come. They talk. Not for long. Mhm. Ich habe noch eine Ecke kämpfen. Ich bin hier geschwächt. So. Kannst du nochmal nehmen? So. Weniger App, als ich gedacht habe. My king, my queen, you have arrived. And so has Ataltosh, judging by your robes. But not one I recognize. Gunsel, your majesty. A traveler. Ganz cool. Strange that none of my troops are come dead. Please, come with me. We were very close to sealing the gate when a wave of Underworlders came along. Slaughtered everyone. Underworlders have been known to craft gates to Operencia, but nothing close to this enormity. Let's see. I see the light traps are in place. I'll activate the first dish. I am blessed to witness your powers of light firsthand, my lady. It's only the beginning, friend.
Reflecting solid rays across the gate will seal it. The dishes can be grabbed and moved to reflect upon one another until the gate is sealed. As if I did not already know this. You were just taking a while. Just a few more like this. I have always heard gates to the underworld are much smaller than this, even undetectable to most Operensians. I know only of gates intended for individuals. This is the first centered on full-scale invasion. How many others have you seen, my lord? Just one. Long ago. Far away. Okay, und was ist, wenn ich nicht erstmal... Geht nicht weiter. So ein Ding. So. Verdrückt. Machen wir erstmal hier Schild. Und der hat jetzt essen. Auch gut. Der war gut. There it is, the missing dish. Heavy. My cart is nearby, if you need it. He'll manage. I think you know what goes here, Your Majesty. Naturally. Also an die Bewegung muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen. Das ist halt ein bisschen... Dadurch, dass es halt nicht geradlinig ist. Tell me, Goncho, how did you survive? I was away. Then I hid. My only option, I'm afraid. Indeed. You are with us now. There is no need to hide any longer. I've never felt safer in my entire life. He has that effect on people. At least the ones he likes. Bist du denn jetzt?
Steinschlag. Ja, Trick. Ja, nochmal die Who's next? Oh, das war gut. Das war gut. Did it. And now we only have an entire underworld army to deal with. Sounds like my kind of a day. Bisschen wie ein Pentagramm, oder? Their celebration was short. A surprise attack from above. But what was that? Exactly what you're thinking it was. A dragon. Surely they are only legend. If only they were. I'm suddenly feeling a lot less safe. No offense, Your Majesty. Lang müssen. Nee, hier geht's nicht lang. Oh, das Laufen, das ist ja echt ein Krampf. Man kann halt nur gerade bahnen und so. Ich sehe Adrach. There. Did you see it? Yes. It's too bad you won't be able to face him yourselves. If I must. Your reluctant succubus hails from the underworld, wizard. My order knows that is all you need to know. Succubus. I... No! No. Now you must actually fight for your... Okay, keine Ahnung. Oh, der hat aber viel. Und der holt auch noch welche. Ich konzentriere mich erstmal auf den hinteren. Also dann noch einen. They call that a fight. You have only delayed your death. You will not. I beg to differ. You're Thade, aren't you? I was warned long ago. You represent your species well,
human, completely ignorant and fool. Says the leader of an invading army. Though but long have I watched from below, as my brothers and sisters have attempted peaceful homesteads in the middle world. Oh, we seek a realm under the sun, here in Uberensia. You simply will not. You are no different than the others, Thane. Do not pretend dragons have ever. You are wrong. Tuffy Crutcher. I do enjoy an excuse to fire this bow. Zieh den kaum was ab, ey. Barely lifted my blade. Shaft. That sword. I was. Few are. None are. Did you truly hope to resolve this matter with Shi? It seemed to work for you. You still don't understand. I suppose I never will. Drachentöter. Ottila's triumph cemented his legacy. The scourge of demons. Peace reigned until one day the great king died, and with him, order and unity. Ottila's great battle was but a forgotten tale. Driven by vengeance, the underworld developed a new plan. With no strong leaders in Uberensia, who would dare try to stop them from invading the Also die Machart finde ich gar nicht mal so schlecht. Who, indeed.
Also was mich halt stört, ist halt die Steuerung so ein bisschen, wenn man beim Laufen. Halt diese lineare Steuerung. Bin ich nicht gewöhnt so. Normalerweise kannst du dich überall hin bewegen. Normal. Ich bin am überlegen, ob ich Krieger oder Magier nehme. Also mit Magier habe ich eben mehr Chancen gehabt. Der zieht mir ab. Eine Gruppe ist... Aber welche soll mein Hauptcharakter sein? Ich nehme Magier. Mit Tätowierten. Zusätzlichen passiven Skillplatz. Also eins von beiden. Ich nehme mal den zusätzlichen Skillplatz. Ich bin Blitz.
eben das, ey. Ja, wie soll er wohl heißen? Bin jetzt bereit, mein Abenteuer zu beginnen. Long ago and far away, a young farmer dreamed. A white stag guiding him to a special place. Every night it returned as he slumbered. The same deer, the same hidden path, the same castle under a lake. His father knew this to be a sign. Surely the work of Chodasarvash, a miraculous deer of legend. Reluctantly, he urged his son to follow the calling and to never look back. For he was a young farmer no more. The next morning, the young mage admired the sunrise. He set forth on a journey he did not understand. His only guide, a vision that made him question his sanity. It would only get stranger from here. A sense of awe struck the young mage as he approached the sunken castle. He had no explanation for the unnatural sight before him. A pathway led from the forest to the foot of the lake, and then through it? As he passed through the swirling wall of water, his wonder suppressed his mind. Each muddy step drew him closer Verstecken to his destiny. Erinnert mich an etwas, aber ich komme nicht drauf was. Entschuldigung, wenn es mal ein bisschen laut ist. Bei so einem Spiel brauche ich immer zum Knabbern. Dann weiß ich nicht warum, aber. Das ist ein richtiges Spiel für abends. Schön entspannt. Hinlümmeln. Was ich halt schade finde, dass er Inside Ton the gate in Englisch said the figure of a man against him. As we go, I wish you well, whoever you are. But I don't need you joining me. The name is Yoshka. I don't care what yours is. And I'm not joining you. You are joining me. That's not how this works. Oh, just shut up and open that chest. Should be a key in there. Why would anyone lock this place up? There's nothing here but water. On the ceiling. And in the hallways. No key, no entry. Don't look at me. I don't have that key.
Well, that's a new one. If the legends are true, these were men once. Transform. Yeah, that dragon. Let's find a safe place to rest. Have fun trying to open that without the right key. Have fun trying to open that without the right key. Over there in the corner. That would... Over there in the corner. That wood is just big. Over there in the corner. That wood. Warum? The companions took time to rest, equipped themselves, and... King Vakar has 9 wives, many knights, including... None? None. Yoshka listened to his... So a deer showed up in your dream, and it led you here? Well, I did have the dream several times. And you just walked on into a sunken castle, not knowing what to expect, because a deer in your dreams told you to come here, yet evil frogmen surprise you. When you put it that way... Whoa, stop. Ah! That hurt.
That's why I have a fear of heights. Oh! Ow! I'd rather be shot in the leg by that crazy bowman. Nein, auch Mann, ey. I'll say this. We're very good at not breaking our legs from falls that would kill normal men. Let's not do that again, please. Hey, look at that. The one who follows a deer to certain doom actually has a brain in their head. Use a resurrection spell now. So soon? Are you here to save us? You're the first ones not to die fighting those frogmen. Thank you. The way out is clear. You should be able to- We won't forget this.
did this castle? So they... Before... It's lovely. Though both Breck was constantly a couple of Bucker himself. That party must not have ended well. I hope you don't think this is the beginning of some kind of legendary friendship. Soon as we get paid, I'm off. Well, you're the one welcoming me to this partnership, remember? Touché. I'd say keep your guard up, but I just want you dead. Thank you.
skeletons that fight like men. Maybe even better than men. Dann verkacke ich jetzt. How rude of me. I never caught your name. Oh, I can feel myself gaining power with each fight. I've never seen such advanced necromancy at play. Fallen knights, perhaps? Calling my spells tricks is such a disservice. Schlag, dann habe ich den schon mal platt gemacht.
Oh, that one seems so nice. Einmal und dann hip. Für mich ist die Steuerung ein bisschen ein Krampf, weil ich gewöhnt bin, halt hin und her zu laufen, wo ich will. What? No keyhole? Haven't you learnt yet? Nothing is that simple in this place. Let's take a closer look at that contraption. So im Arsch bin, ey. Schon wieder ein Kampf. Let's say keep your guard up, but I just want you dead. Anything worth stealing? So wavy, man, let me go off. Well, I take it that seeing all those bars in the dungeon brought back some bad memories for you. Yes, adding it. Locked. And we don't have the right key. I thought dragons were fiction. They say that they... I sense another story coming. What? It's true. We thought we... Oh, yeah. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, so lange wollte ich gar nicht machen. Das Spiel an sich, so finde ich gar nicht mal so schlecht. Auch diese rundenbasierte und so, ich habe ja damals auch auf PS2 echt gerne Gladius gespielt, war auch so rundenbasiert. Das Einzige, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist halt,
ja, die Bewegung, dass man halt wirklich nur in Rastern sich bewegen kann. Bei Glasius hat man so eher die Draufsicht gehabt und dann konnte man das sehen, wo der, konnte links, rechts, oben, unten machen. Hier fühle ich mich eigentlich wie in einem Rollenspiel normal drin und denke, ich kann mich drehen, links, rechts, ich kann so schräg laufen, aber das geht alles nicht. Und deswegen passiert auch öfters mal, dass man irgendwo runterfällt oder mir jedenfalls, wie ihr gesehen habt. An sich echt ein schönes Spiel und von mir auf jeden Fall ganz klar Daumen hoch. Ich denke mal, das ist für ganz viele was. Ich finde es sehr entspannt, also für abends ist es ganz gut, denke ich mal. Ich muss mich nur ein bisschen mehr mit der Steuerung beschäftigen und ich muss es länger spielen, dass ich da dann drin komme und dass ich weiß, immer nur diese Etappenweise. Links, rechts, vor, zurück. Und nicht, dass es schräg links und schräg rechts und sowas alles gibt. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Und dann schade halt, dass es in Englisch ist, mit deutschen Untertiteln. Die Figuren sind schön gezeichnet, die Musik ist schön. Die ist auch nicht so nervig wie in anderen Spielen. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, noch deutsches Audio gewünscht und mit dem... Aber da war das Budget vielleicht nicht da, ich weiß nicht. Und dann halt mit diesem Links-Rechts, da muss man sich dran gewöhnen. Es ist machbar, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen, wenn man sowas überhaupt nicht gewöhnt ist. So, das soll es jetzt von mir auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn das Video gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.